Age of Empires Let's Play oder Aufnahme mit dem Mistkäfer Hallo. und Adcrafter 27. Ja, Mai. Ja. Ja, 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 ja. genau, hier seht ihr nochmal die Einstellungen. Mistkäfer ist nicht bereit. Ja, ich dachte, ich warte noch, bis wir jetzt hier anfangen. Oh, jetzt hat er eine Versionsnummer auch wenigstens. Ja, Hey, ja, endlich 4.0, nicht wer Smiley, was für ein wir spielen auf Leben Spiel. und Tod. Standard, dunkler Wald, riesig, Mittel 500, normal, normal, Standard, Standard, Standard. Ja. So, Sprich, warten es gibt an. Weltwunder auch und keine Ahnung und. Bis die vereint ist, markiert. Genau. Gut, das auch müssen wir machen. Oh, hätte ich fast verkehrt gemeint. Ja, das machen Du musst Team Sonne vereint sein, wir sollen ja vereint sein, oder? Team vereint heißt, dass wir den Uhrzeigersinn aufgestellt werden, das ist Blödsinn. Zueinander ist interessanter. Können wir von jeder Okay. Seite angreifen. So, da sind wir schon wieder, Nice, du diese hast gute jetzt Bauer. gespielt. Ich habe kein Plan, was ich dazu muss. Kaido. Was, Bewegung war Pfeiltasten, ach du meine Güte. Kaido. Ist ja so lange her, wir haben das Ewigkeit Kaido. nicht mehr gespielt. Hauptsache, ich bin unten wieder alleine. Na, so schon. Wird ja ein Spaß. Ich habe Truthahn gefunden. Wow. Ah, wir haben Spielzeit da oben an Sicht. Wenn du meintest, wir haben überall Haufen, haben wir ja gar nicht. Was, wir haben 10.000, 20.000, 5.000, was wissen mehr? Am Anfang hast du nur 500 oder so. Mei. Das sage ich ja, deswegen kann ich ja schon Sachen bauen. Ja, natürlich, aber ich möchte jetzt mal erstmal erkunden, wo wir da überall bauen müssen. Kann da reinkommen? Den wir Ja, haben wir hier unten. überall Haufen Kanacken. Ja, überall sind die gerade nackt unterwegs. Mal aufpassen. Ja, alles voll davon. Mal Ich war aufpassen. der Größte. Ich bin Größte. der Chef der Kanaken. Du bist der größte Kanak, das wissen wir alle schon. Das ist auch gut so. Ich stehe dazu. Du stehst dazu, dass du der Chef der Kanaken bist. Der Oberkanak. Mein Gott, die könnten aber auch mal alle ein bisschen schneller laufen. Das habe ich mir auch gerade gedacht, Sascha. Naja, ein bisschen Sport könnten die schon vertragen, ne? Olda, wo lauft denn der hin? Komm, gib Gummi, Ola. So, Hier wieder. oben haben wir zumindest. Was haben wir jetzt? Der dunkle Wald, wie immer. Genau, ja. Erstmal schauen, dass du überall zubaust, dann läuft die Marie schon von alleine. Ist wirklich so ein Riesengebiet. Impero? Impero? So, Impero. Du musst Häuser bauen. Kondo. Piero, du musst Häuser Kondo. bauen. Kondo. Kondo. Piero. El Piero. Dieser komische Gewinner da von Kack die Wand an, oder das geheißen hat da. Kack die Wand an. Hey, ich spiele auch Kack die Wand. Hey, bist du cool? Kack die Wand an. Kack die Wand an, das neue Spiel live hier bei uns. Machen wir bald Livestream davon. Gibt's dann direkt morgen für alle. Natürlich auf allen drei Kanälen auch zu sehen und ja. Wir dachten uns, weil er sagt, die Müll Ja. dachte sich, dass wir mal wieder AOE spielen könnten. Genau. Nachdem wir eh nix können, können wir viel spielen. Genau. Um wirklich dazu sagen, eigentlich können wir gar nichts, denn wir sind ja eigentlich alle dumm und wir sitzen die ganze Zeit auf den Rechnern, das haben wir schon in vielen Videos gesagt. Und Macht das immer so. Ah, okay, der stirbt hier an der Gratuliere. Ein mein Dorf, der Gott. ist verreckt. Warum? Weil den zwei Leoparden angegriffen haben. Warum? Weil sie dämlich sind. Warum? Kondo. Weil es eine Möd gibt, die das gefragt hat. So, wir müssen mal hier ein bisschen was bauen. Sonst können wir nicht in die nächste Zeit. Sascha, kümmere dich lieber mal erst um Schutz. Bringt sowieso nichts mehr. Das sind zu viele Löcher und zu groß und einer ist sowieso schon durchgeritten. Ja, dann hast du ein Problem. Ich habe hier riesen Fläche und tausende Lücken und dieser andere Kanack zu kundschaften ist eindeutig zu langsam. Ja, du musst diesen mit diesem berittenen Speer erkunden gehen.
Ja, ich weiß. Der ist trotzdem zu langsam. Hier ist zu. Heißt, der Olle muss mal zurückreiten? Also ich habe zum Glück bis jetzt erst zwei Ausgänge, außer zum Öto wahrscheinlich nur einen, aber... Ich habe zwei, glaube ich. Ich bin schon bei drei. Eins, zwei, drei, ja. Ja, im Durchschnitt hatte jeder drei Ausgänge, das passt ja. Müssten aber mindestens noch mehr sein. Ich vertraue dem nicht, dass es nur drei sein sollten. Ja, klar, aber... So, wir sind aber da schon mal am Ende. So müssen wir nur noch den ganzen Weg wieder zurückreiten. Kann man denen auch irgendwie Steckplätze sagen, dass er die Route lang reiten soll? Mit SRG müsste das gehen, oder? Nein. Das wäre jetzt wirklich mal fraglich. So, erstmal auf die Feudalzeit liegen. SRG mit Shift, nee, nichts. Könnt ihr ihnen sagen, folgen, bewachen, patrouillieren? Ja, jetzt patrouilliert er, was tut er jetzt? Tut mir ihn einfach wieder durch die Gegend schicken. Der patrouilliert, was tut er jetzt? Der prostituiert. Also vor der Mörd, ja. Ja. So. Ja, immer doch. Mach ich doch gerne. In dem Spiel konnte man noch immer nicht zoomen. Ja, leider noch nicht. Aber es gibt irgendwie eine DLC, da müssen wir uns mal schlau machen, das wird mich interessieren. Ja. Das interessiert mich auch, weil sieht ja jetzt schon irgendwas haben sie geändert. Auch die Zahlen oben links sehen auch schon ein bisschen anders aus. Ja. Das DLC, ich habe vorhin bei Steam reingeschaut, in Steam war nichts direkt zu sehen. Zumindest man hat nichts auf Anhieb gesehen, aber. Oder vielleicht kommt es ja, das kann natürlich auch sein. Vielleicht kommt es erst und sie haben es im Update schon mal mit eingebaut, damit man den Spielern schon mal zeigt. Muss man mal auf der offiziellen Website nachschauen. Ja. Muss da mal schlau machen. Nur erstmal spielen wir hier diese Runde. Ja. Versuchen nicht zu verrecken. Versuchen nicht zu verrecken. Bei mir sieht es hier da schon kann gut ja meine aus. Oma noch besser kämpfen. Hier oben ist Riesenloch und da ist Riesenloch und dort. Der Relikwe steht auch hier rum und sonst. Mir läuft schon Chinese durch. Bei mir zum Glück noch nicht. Bei mir kommt aber keiner ich hab rein. So eine Riesenfläche, das ist grausam. Ich hab auch recht. Viel Platz, das ist aber gut so. Platz braucht man immer. Ich habe Stein gefunden. So, Feudalzeit sind wir jetzt. Man braucht noch die nächste Zeit zu voranschreiten, meine. So, Marktplatz. Ja, das schon. Ich seh, weiß schon, dass ich das sehe, aber. War trotzdem Ewigkeiten. Ja, mal, was die wieder so ist mit den Leuten heutzutage. Immer ist die Mensch schuld. Ja, immer bin ich schuld. So ist der Speer jetzt, da drüben. So, Kanak, hast du hier noch eine Öffnung gefunden? Da drüben steht auch Wald. Wie sieht's hier oben aus, Kanak? Wie ist denn da reingekommen? Das darf nicht sein. Da ist noch eine Reliquie. Das ist grausam. Ah. Dort oben ist noch ein Ausgang. Eins, zwei, drei, vier. Bringen hier so viele Kanaken rein? Ja, ich so auch gerade. Irgendwo ist bei mir auch einer reingekommen. So, bauen wir mal. Azteken. Jetzt ab von dem. Jetzt ab mit den Kanaken. Kondo. Jagt ihn, bis er stirbt. So, jagt ihn, bis er stirbt. Das sagt hier der Schwefti so die ganze Zeit einfach. Ja, ich mache jetzt auch ein paar Leute, damit die mal die Döten erkennen. Was macht der denn da? Ja, das weiß kein Mensch. So, den tollen wir mal upgraden, den sollten wir auch mal upgraden und dann passt das. So, ja, mal Marktplatz, da wollen wir mal... Ja, vor allem ich erforsche Münzprägung. Was falsches im Bord. Ja, Mai. Kann auch nicht schaden. Ich starte mal hier, ich habe leider jetzt relativ viel Zeit verloren. Vielleicht den Jahr hier, aber ich möchte den raus. So, wie sieht's denn bei denen aus? Die sind ja alle in der Ritterzeit. Das soll uns mal so weit erstmal nicht stören. Problem ist eher, dass die dort drüben einmarschieren mit Bogenschützen. Krieger! Der berittene Speer. Töten sie sie! Töten sie sie!
Ja, der hat gerade, die haben gerade meinen. Ich werde angegriffen. Krieg. Versuchen wir mal, den stolzesten Bautrupp dorthin zu schicken mit. Oh shit, jetzt wird's scheiße. Alter, die sind schon Imperialzeit, gib dir das mal. Ja, ich hab ein Problem. Nicht mehr Luxus. Ja, die kommen da mit etwas, ja. Ach du heilige Nonne. Ja, jetzt bau doch den Scheiß! Jetzt drehen sie alle durch. So, Kategorie. Ja, ihr Idioten, macht mal hier irgendwie schneller. Ich brauche euch nicht. So, da, Jetzt drehen sie alle durch. Ja, schau mal das an, das kannst du ja nicht besiegen hier. So, stellen wir dann auch gleich eine zweite Kaserne daneben. Ach Gott, ich bin eh gleich tot. Was? Ja, die sind in mein Gebiet eingerückt und die kommen da drüben alle und. Na, bei mir auch. Dort oben sind schon die nächsten Dinger. So, was ist denn gut? Milizsoldat, ja. Forscht einfach! Es ist scheißegal! Krieg! Krieg in unserer Stadt! Ja, jetzt bearbeitet doch. Ich kann ja meine Oma noch besser kämpfen. Schick mal erstmal unsere Militärbauarbeiter auf die Krieger. Na, warum nimmt er das jetzt nicht? Oh mein Gott. In die nächste Zeit. Nein, kommen wir noch nicht. Was müssen wir noch bauen? Was könnte man noch Schönes bauen? Irgendwas, was Pferde ausbildet. Da. Stall. Das Gute ist, wir haben erstmal überhaupt Ressourcen, müssen wir uns erstmal darum nicht kümmern. Was, Weltbund oder Bundes? Nee. Was? Nee, wir müssen eine Zahl irgendwo stellen. Oben rechts. Nein, 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 nein. Hör auf, wird. So, Krieg auf das Pferd. Tötet es. Ja, tötet es. Mein Gott. Kriegt ihr überhaupt was hin? Weil das leider ein Nachteil ist von dir. Denkst du? Nein. So. Ritterzeit mal denken. Ich darf nicht mehr auf zufällig stürmen. Dann kommen immer Azteken und die scheiß Chinesen. Ja. Nicht nur Mauer bauen mit Tore. Ja, ich baue dann Tor. Gondo. Ja, wir laufen alle zu dir rüber. Sie müssen mehr Häuser bauen. Ja, schön. Wo sind denn diese ganzen Kanacken? Namens Bauarbeiter. Die eigentlich was Sinnvolles tun sollten. Die anderen, diese Milizsoldaten, rennen auch die ganze Zeit irgendein Reiter hinterher, ey. Heute wird nichts mehr. Ach scheiß Dreck, die haben eine Burg gebaut. Ey, heute, jetzt wird es nicht mehr. Das Kacke ist diese riesen Fläche. Doch, ja. Oh, solange es noch so ist. Sie werden angegriffen, wo? Ja. Ja, wo werde ich angegriffen, Farsch? Nein, ihr bleibt hier stehen, genau. So. Unbedingt Bauarbeiter. Presto. Presto. Salve, Ikea. Angegriffen, fuck you. Weil deine Leute immer in mein Tor gestanden sind und so mit. Bis jetzt, Ritterzeit. Ich alles mit Schild. Das Problem ist, was ich da habe: meine ganzen Dorfbewohner sind gleich tot. Bieg bitte deine Einheiten. Problem ist, dass ich habe, dass ich eigentlich zu wenig Truppen habe. Aber wenn die meine Dorfbewohner tot machen, bin ich tot. Wie kann man denn am besten eine Burg zerstören? In der Ritterzeit? Ach, na, da war das.
Noch einer ist ja vorne. Wo schießt der die? Also dort unten schießt der Vollidiot. Ja, da müssen wir eben hier eine riesen Mauer bauen. Kanakenausbildung! So, und irgendein freier Kanak baut eben noch ein Ding ins Rathaus. Kondo. Holy moly, es gibt kein Rathaus. Ja, Dorfdings, weißt du was ich meine. Rathaus. Du heilige Scheiße. Ja! Es wird nichts, wir müssen töten. Ich muss als erster mal hier weg. Ich habe nur 3 Bauern über. Ich muss irgendwas zumachen, weil die Burg da drüben, die ist schon. So, Kanaken, jetzt baut doch mal wieder schneller dieses Dorfzentrum. Ein Kondo. Ich kann mir hier oben vom Holz auch mal runter denken. Mit Truthahn, genau. Mit Ruder. Mit Ruder. So, jetzt reitet auch noch ein Boot da durch. Ja, mal.